Offener-Brief, Meersburg, 14. Juli 2010. Frau Moosmayer, Sonneige 28, Meersburg. An Frau Marie, Gemeinde Salim. Frau, es geht um mein Fest zu meinem 100. Da fällt ein Tee. Nach dem S kommt ein Tee hinein. Ja, alles klar. Ein Tee. Um meinen 100. Geburtstag gebührend zu feiern, möchte ich diesen denkwürdigen Tag im Kreise meiner Verwandten, Bekannten, Freunde und sozialen Kontakten begehen. Die Liste ist nicht allzu lang, da die meisten leider nicht mehr am Leben sind. Grob gezählt sind es etwa 126, da ich aber an dem Tag die Zahl 100 besonders betonen will, habe ich mich für 100 Gäste entschieden. Das bedeutet 99 oben aus dem oben angeführten Personenkreis und Sie, Frau, ergibt 100 Gäste zum 100. Geburtstag. Um nun in die Endplanung gehen zu können, Wahl der Lokalität, Auswahl der gereichten Speisen und Getränke, Organisation der Unterhaltung und An- bzw. Abreise der Gäste benötige ich bis zum 20. Juli 2010 eingehend bei mir, wie hoch die finanziellen Mittel sind, die ich für mein Geburtstagsfest verwenden kann. An diesem Tag benötige ich auch 110 Euro für die Druck- und Portokosten der Einladungen. Das Fest beginnt am Donnerstag, den 12. August 2010 um 0 Uhr 5 mit dem traditionellen Gedenken an meinen ersten Atemzug. Mit freundlichen Grüßen, Anna Moosmayer. Beim 100. da fällt ein Tee. Korrigieren Sie den Fehler im Brief. Ist es jetzt so richtig? Ja. Privatsekretär, bringen Sie mir bitte den Brief zur Post. Zur Post, sofort!